Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Und ihr seht, wir sind wieder hier in unserer Irrenanstalt, wo wir uns schon auskennen. Und jetzt müssen wir aber zurück zum neuen Kapitel. Wir hatten ja das letzte Mal ein ganz komisches Wesen gesehen. Ich bin ja gleich gerannt, wo ich gesehen habe, dass es aus dem Boden kam. Und das müssen wir nicht wieder haben, finde ich. Puh, okay. Ja, nee, ich nehme erstmal die. Vielleicht kommen auch erstmal nur normale Gegner. Man weiß es nicht. He's watching. We can't leave. Yay. Haben wir hier unten irgendwas? Nee. Hätte ja sein können, der kann das eintreten oder so. Innere Tiefen, Kapitel 5. Okay, hier ist definitiv zu. Hier nicht. Ah, ich höre hier was. Ugh. Okay. Kann ich die noch verbrennen? Beim nächsten zum Verbrennen. Verdammt. Oh. Moni. Oh. Ist es jetzt der Ernst? Ich hör's doch. Kann ich hier Licht an? Oh Gott. Da draußen sind welche. Und die Route hier ist weg. Wunderschön. Ich muss ja sowieso raus. Lass mal hier schauen, da scheint jetzt keiner mehr. Hm. Na, als ob, Freunde. Mann. Okay. Ja, wir gehen natürlich da rein, wo es hustet. Oh, das klingt schon nicht so toll. Toll. Ist das jetzt so einer wie... Nee, ich glaube, das sind nur so Art Visionen. Ich weiß es nicht. Denn der ist ja jetzt nicht mehr hier. Das letzte Mal, da, also das vorletzte Mal, war ja so ein unsichtbarer Typ. Und der ist weg. Momentan. Am Ende kommen die bestimmt alle wieder. Habe ich so das Gefühl. Okay. Ich muss euch sagen, die Sonne neben mir, beziehungsweise das Tageslicht, das hilft ein bisschen. Hier sitzt gar nichts. Und niemand. Alles klar. Das geht. Wann schaut ihr euch das eigentlich an? Schaut ihr euch das wirklich abends an oder wartet ihr dann bis zum nächsten Morgen? Damit es nicht ganz so gruselig ist. Ich finde es so ja schon ganz schön gruselig. Und gut, solche Spiele, die gehören eigentlich auch. Naja. Da, da. Irgendwo da. Kann ich hier nicht irgendwie... Ja. Aua. Ah, vielleicht lieber die Schrotflinte. Ja, da treffe ich eher was. Ha, wusste ich's doch. Okay, und den kann ich jetzt auch verbrennen. Huch. Okay. Ich wusste, irgendwann kommen diese Unsichtbaren wieder. Ist natürlich ungünstig, dass der mich jetzt verletzt hat. Können wir hier was nehmen? Nein. War ich jetzt schon hier drin? Ja, scheint so. Ja, genau, das Vieh kam wahrscheinlich. Entweder kam es da raus oder... Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Wir gehen erstmal in die offenen Türen, ha? Huh? Da hat sich da gerade die Tür geschlossen. Nein. Dann kriegen gerade eine andere auf. Das ist doch... Oh. Ah, toll. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal ganz in Ruhe hier rein. Lass mich nicht verunsichern. Oh mein Gott. Ich würde mal sagen, da sitzt jemand, huh? Ja, mich hinsetzen. Hier ist doch ein Vorhang. Okay. Na dann nicht. Dann nicht. Dann hat dort nur jemand gelacht. War ein fröhlicher Mensch. Oder was auch immer. Da ist ein Bild, was schon ziemlich kaputt ist. Ah, wenn ich das schon höre. Ah, Gott. Okay. Ja,
Die Toiletten, die sehen auch nicht mehr so toll aus. Hier ist viel Gehirn. Oh, 1000. Naja. Hätte schon noch mehr sein können. Okay, da hat irgendjemand gepusht beim Bau, würde ich mal sagen. Sieht aus, als müsste ich nach unten. Na, und wenn ich darüber will? Ja gut, ich kann darüber wahrscheinlich. Ah, oh, da ist ein Puppenkopf. Hände hoch, wer das gruselig findet. So, kann ich hier irgendwas rausnehmen? Kann ich den kaputt machen? Tatsache. Ich hätte gedacht, das verletzt mich, aber nein. Mich verletzt dir nichts mehr. Na dann. Ja, ich würde auch sagen, wir müssen nach unten. Jetzt ist ja nichts. Schön abgerollt, Junge. Fein gemacht. Da ist wieder so eine Puppe. Sowas ist echt gruselig. Ah, und da ist noch ein Puppenkopf. Oh, danke. Dankeschön, liebe Ratte. Ich hätte auch die Ratte umbringen können, aber wozu? Ah, sehr gut. Streichhölzer. Eins. Naja, besser als keins. Ah, war schon gruselig mit der Ratte gerade. Ich dachte, hier rennt irgendwas anderes rum. Diese kleine Puppe zum Beispiel. Wenn man das nur so aus dem Augenwinkel sieht, da kann das natürlich wirklich sein. Ach, na dann. Kommst du da echt nicht durch? Ich nehme schon mal wieder die Schrot. Oh mein Gott. Die ist jetzt durchgeladen. Mehr Munition habe ich nicht. Da sollte ich aufpassen. Es könnte natürlich gut sein, dass jetzt hier ein paar unsichtbare Dudes kommen. Verschlossen. Ja. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Oh. Na, die findet sich doch bestimmt hier in dem ganzen Gerümpel irgendwo. Könnte ich mir vorstellen. Okay, ich nehme wieder die normale. Ich habe schon wieder irgendwas gesehen. So, da muss ich aufpassen. Ja. Ah ja. Das war doch gerade hier wieder neben, hinter mir. Ha! Aua! Ja. Das verschwindet ja gleich wieder. Komm. Ach, komm, platt. Ja, endlich. Ach Gott. Ja, das ist halt diese unsichtbaren Viecher. Da verschwendet man halt echt viel Munition. Okay. Aber wir müssen jetzt erstmal die Schlüsselkarte finden. Bin froh, dass hier keiner liegt. Oh, das ist natürlich sehr gut, dass hier alles Mögliche an Gerümpel rumsteht. Denn hier kann man nichts sehen. Dann sieht man, wenn irgendetwas irgendwo aneckt. Ich denke, das ist auch so gedacht. Das heißt, hier werden noch ein paar Unsichtbare kommen. In jeder Ecke nachschauen, auf jedem Bett. Dahinter kommen wir gerade nicht. Da ist eine Liege. Die rollt schön. Okay. Hier nochmal durch. Ah, sehr gut. Eine. Ah, da sind auch nochmal Patronen drin. Ich wollte gerade sagen, kannst du nicht treffen. Puh. Ja, es ist schon ein bisschen gruselig. Okay. Hier durch. Wunderschön. Ah ja. Machst du die Tür auf? Okay, ich kann es ja auch so schlagen. Ah ja, da. So. Komm, schnell hinterherballern.
Ja, das... Ah, das verbraucht so unnötig Munition. Manu. Aber was sollen wir machen? Ich meine, vom Leben her sieht es noch gut aus. Ich würde halt langsam mal gerne eine Spritze finden. Damit ich mich hier wieder ein bisschen hochheilen kann. Okay. Nee, da steht nichts. Ich dachte, da steht irgendwas. So, Fenster ist an. Der Typ hat anscheinend geschaut. Okay. Hier ist überall Wasser. Da geht's lang. Hier ist eine kleine Tür. Nehmen wir es mal die kleine, denke ich. Ich weiß nicht. Das scheint mir richtig. Noch langsamer da reingehen. Das ist nicht schlimm, ne? Nee. Das sieht so ähnlich aus wie da, wo wir jetzt immer hingehen. Oh. Perfekt. Das war wieder Schrotflintenmunition. Oh ja. That's the stuff, Leute. Eine Spritze. Oh, sehr schön. Kann ich die mir gleich mal einpfeifen? Eigentlich ja, ne? Puh, und die hat mich noch nicht ganz geheilt. Krankenhausschlüsselkarte, ja. Gehört einem Klinikmitarbeiter. Das Blut scheint vom ehemaligen Besitzer zu stammen. Ich kann den nicht verbrennen. Okay, war anscheinend ganz gut, dass ich gleich in den kleinen gegangen bin. Vielleicht hätte ich in den großen gar nicht gekonnt. Okay, Schlüsselkarte haben wir. Jetzt müssen wir uns zurückkämpfen. Wobei, ich gehe noch durch die große Flügeltür. Falls ich da durchkomme. Toll. Ach nee, komm. Ja. Nein. So nicht, Kollege. Komm, mach ihn platt. Du bist Polizist jetzt. Mach den schon. Mach den alle. Ja. Jetzt aber. Komm. Ja. Oh. Immer noch. Mach den alle, Junge. Okay, jetzt reicht's mir. Okay. Das ging ja jetzt gut. Toll. Okay, ich habe viel Leben verloren. Gut, dass ich mich vorher geheilt habe. Ich sollte dafür wahrscheinlich wirklich die Schrotflinte nehmen. Aber da bin ich zu geizig, Leute. Allzu viel habe ich davon nicht, von der Munition. Im Ernst jetzt? Jetzt sind wir wieder hier? Wie ist das denn passiert? Na gut, wir müssen ja eh hier durch dann. Das ist ja alles, ich hinterfrage das alles gar nicht mehr. Vielleicht sind wir auch im Kreis gelaufen, ich weiß es nicht. Fakt ist, wir können jetzt hier durch. Gott, mein eigener Schatten hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Ah, sehr gut, hier liegt ein bisschen was. Beziehungsweise hier drin. Ist noch ein bisschen was. Ah, hier, da rein. Ja, immerhin hat es noch getroffen. Hat nur nichts gebracht. Okay. Na, sehr schön. Dann geht's jetzt eben hier weiter. Ruvik. Oh. Das ist immer super schön, wenn ich weiß, dass der schon da war. Machen wir hier auf. Sehr gut. Wieder ein bisschen Munition. Ja gut, brauchen wir noch nicht laden. Das geht schon noch. Das geht schon noch, Freunde. Ja, nächste Treppe. Fallen wir da auch wieder ins Bodenlose? Vorsicht. Vorsicht, Freunde. Mir ist verschwommen. Mir ist ganz verschwommen. Hallo? Oh, na toll. Ich fühle mich irgendwie gar nicht gut. Und jetzt?
Hä? Ja. Wundervoll. Da können wir überall durchgucken. Ist alles total verschwommen. Und hier ist keins. Da ist eine Tür. Ist das eine Tür? Tatsache. Oh, Musik. Ah, ich bin nicht mehr verschwommen. Macht es nicht besser, aber... Was? Pfeiltasten. Oh. Moment, das ist das Bild dort, oder? War es richtig? Mehr Taste halten? Oh Gott. Ich habe anscheinend richtig gedrückt, aber lass mich mal hier... Vielleicht will ich jetzt hier mal kurz noch durchgucken. Vielleicht die andere Seite hätte mich dann kaputt gemacht. Naja gut, dann gehen wir jetzt halt wieder hier rein. Und da geht's lang, theoretisch. Yeah. Okay. Da ist die Musik wieder ausgegangen. Ja, man soll wahrscheinlich der Spur hier folgen. Krass. Okay, die Sonnenblume. Sind die Augen? Ich sehe die Sonnenblume. Ja, habe ich gesehen. Okay. So, na dann. Hier muss dann auch irgendwie noch eine Tür erscheinen. Jetzt ist da eine hingekommen. Oder? Dann sind wir dort rausgekommen. Nee, da sind wir nicht hergekommen. Okay. Was sind das für Bilder? Lass mich erstmal schauen. Irgendwas mit dem Gehirn. Da ist eine Nervenzelle. Toll. Schauen wir vielleicht erstmal hier. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome. Stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Okay. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Das ist gruselig. Nehmen wir mal gehören. Okay, der wollte die praktisch selbst. Die hier. Ja. Genau, die Nervenzelle. Dann war das tatsächlich richtig. Puh, der wollte also selbst zum Patienten werden? Oder irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, und jetzt geht's dahin. Vielleicht. Kann ja nochmal hier durch. Hier geht's noch rein, ne? Ja. Ja, ist chillig. Dann gehen wir doch hier nochmal. Oder ist das das raus? Nein, ist auch noch ein Untersuchungszimmer. Okay. Machen wir hier erstmal kaputt. Können wir noch ein bisschen was sammeln. Sehr gut. Ich würde mal sagen, dieses Zahnrad. Hier ist eine Akte. Notiz aus unterirdischem Labor. Er lügt. Er lügt seinen Sohn an. Sein eigenes Fleisch und Blut. Wie unverschämt. An einem besseren Ort. Dieser Heuchler. Dieser scheinheilige Schwachkopf, ich kenne die Wahrheit, ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte mich wieder mal bestrafen, denn er hat uns unsere Vertrautheit übel genommen. Er glaubt, er könnte sie gegen mich verwenden. Hält er mich für so blöd? Laura ist nicht tot. Okay. Ist das Laura? So, gut, dann hätten wir hier dieses Zahnrad. Waren das jetzt 3 oder 4? 3.
Ja. Oha. Ja, und ansonsten wären hier welche rausgekommen. Puh, das haben wir ja schon mal super geschafft. Und Freunde, ihr seht, da führt wieder eine Blutspur raus, die wir gerade verursacht haben. Und da folgen wir das nächste Mal. Es bleibt also spannend. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier im Spieleparadies. Mit mir, der Maxi. Macht's gut und tschüss.